Es gibt zahlreiche Eigenschaften von Askinasilnet, die sich positiv auf eine palliative Wundversorgung auswirken. Das Wichtigste ist in meinen Augen, dass der Verbandswechsel unter Einsatz von Askinasilnet schmerzfrei erfolgen kann, was für den Betroffenen trotz der Schwere der Situation ein angenehmes Gefühl vermittelt und dass eben der Verbandswechsel nicht so häufig durchgeführt werden muss. Also der Primärverbandswechsel, weil Askinasilnet bis zu 5 Tagen auf dem Wundgrund verbleiben kann. Und das natürlich auch für den Betroffenen in puncto der Lebensqualität eindeutig eine Verbesserung bedeutet. Und dadurch, dass der Verbandswechsel, Primärverbandswechsel nicht so häufig durchgeführt werden muss, ist natürlich auch das Risiko von Blutungen, die durch eine Manipulation an der Wunde ausgelöst werden können, stark verringert. Was ein weiterer Vorteil ist, dass die Wundauflage nicht mit dem Wundgrund und auch nicht mit dem Wundrand verklebt und dadurch auch die Gefahr von Mazerationen sehr gering ist. Es gibt zahlreiche Größen von Askinasilnet, die gerade für palliative Wunden sehr gut geeignet sind, da palliative Wunden im Vergleich zu einer normalen Wunde wesentlich herausfordernder sind, gerade im Hinblick auf exulzerierende Wunden, die im Verlauf der Krankheit stark zunehmen und es dadurch auch eben besondere Herausforderungen auch an das Wundmaterial erfordert, dass eben diese auch entsprechend der Größe eingesetzt werden können. Und eben Askinasilnet große Größen als Wundauflage hat, die auch mit kleineren Größen wunderbar kombiniert werden können. Aus meiner Erfahrung und meiner Beobachtung ist der Schmerz wesentlich reduziert und für die Betroffenen eine wesentlich angenehmere Situation und natürlich auch eine Verbesserung der Lebensqualität, weil gerade die Angst vor einem sehr schmerzgeplagten Verbandswechsel dadurch schon wesentlich minimiert ist und die Betroffenen dadurch eben auch eine Verbesserung der Lebensqualität trotz der Schwere ihrer Situation erleben dürfen.